Okay, dann spielen wir jetzt mal GoldenEye. Ist auch völlig zu Recht. Ihr habt völlig richtig das gesagt. Es wird Zeit. Und wir spielen jetzt GoldenEye. So, es wird wirklich schlecht. Also ich versuche nur die Zeit zu überbrücken mit dem Spiel, bis die ganzen anderen Jungs anfangen für Haus an Haus zu üben. Und dann werde ich mich dann natürlich dazu gesellen. So. So, erstmal kurze Erklärung. Ich habe auf wirklich leicht gestellt, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, wie das geht. Oh, ich könnte auch kurz. Ja, mach dir erstmal, ne? Oh, ich sehe schon gerade, in Zukunft müsste man da auch nochmal alles richtig anpassen. Ist natürlich nicht optimal, sehe ich auch. Ja, was macht man da? Macht man es so? Naja, wird auch schon passen. So, jetzt muss ich kurz noch meinen Filter aktivieren. Zack. Magie. Ja. Okay. Ich hoffe, die Musik ist rechtefrei, um ehrlich zu sein. Man kann sich hier, ich zeig's einmal, ne? Das ist halt die Steuerung, einmal mit den Tasten links, rechts gieren und laufen sozusagen seitwärts. Und hier mit oben oder unten. Und mit dem anderen Stick kann man halt laufen und sich nochmal umdrehen. Also das eine ist halt links, rechts, seitwärts und das andere ist eben umdrehen, was dann halt auch gut dazu benutzt werden kann, um jemanden so, ne, von der Seite quasi einzukreisen. Oh Mann! Und dann kann man zielen und kann eben im Zielen auch noch, also im Nahzielen auch nochmal schießen, beim Anvisieren, so ist es richtig. Aber es ist wirklich, also für mich im Moment sehr, sehr klobig und klumpig zu steuern. Aber ich versuch's einfach mal. Ich weiß, man kann die Steuerung umstellen. Das werde ich vielleicht auch noch machen. Ach, weil. Der eine Sekunde. Oh nein! Oh, das Kabel ist. Das Kabel ist im Sitz. Das Kabel war gerade. Ist abgerissen und war in der Rolle von meinem Stuhl gefangen. Ja, ich werde da auch mal probieren. Ich wollte aber, ich habe im Vorfeld ja auch schon rumprobiert, ich habe es ja auch schon eingestellt, so wie es jetzt ist, aber ich wette, also der Gregor würde mir jetzt leicht erklären können, wie ich das noch ändere. Aber es geht auch so. Oh! Nein! Ich kann natürlich auch ballern aus diesem normalen, aus dieser normalen Position heraus. Oh Mann, es ist so lange her, dass ich GoldenEye spielen konnte. Natürlich habe ich auch nie vorbereitet irgendwas, weil, also ich habe es nie geübt, weil man es ja eh nicht benutzen darf. So, jetzt habe ich aber auch das Scharfschützengewehr, oder? Das habe ich doch jetzt. Gerade mal gucken, hier gehen die Waffen durch. Ja, habe ich. Oh nein! Ist natürlich ein bisschen was anderes. Oh, Musik leiser. Ja, da habt ihr recht. Vielleicht ein bisschen zu laut. Ich habe jetzt auch gerade aktuell, glaube ich. Doch, ich habe einen Limiter drin. Wenn ich rede, wird das leiser. Ja. Okay. Ist auch krass, dass die ganze Zeit durchläuft, ne? Die Mucke. Einfach. Das Thema einfach 24/7 durchlaufen lassen. Glaubt ihr, dass James Bond vielleicht bei Pierce Brosnan, könnte ich mir vorstellen, dass James Bond dieses Thema einfach auch die ganze Zeit in seinem Kopf hört? Dam da da dam 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 dam, ich bin James Bond, dam 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 dam, ich bin James Bond, dam 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 dam, ich bin James Bond, ich bin James Bond, bin James Bond. Ah, Scheiße. Ich muss ja sagen, ich finde Casino Royale ist ein toller Film. Aber mir haben die Brosnan James Bonds irgendwie immer mehr gefallen. Die hatten für mich mehr vom Sean Connery Bond. Die hatten mehr dieses lackaffige, schmierige und hatten nicht so sehr diesen Bourne-Style. Ich weiß natürlich, dass das nichts ist, wo ich irgendwas Originelles sage. Die Meinung haben ja einige, aber
Ich habe mich nie so richtig mit Daniel Craig als Bond so anfreunden können. Ich meine, der Typ ist ein super Schauspieler. Ich finde den auch jetzt in dieser Bond-Rolle nicht schlecht, aber ich finde, wie er oder wie der Regisseur auch Bond angelegt hat, ist für mich irgendwie nicht wirklich das Richtige. So, okay, da ist eine Weste. Da ist also die Weste. Oh Gott, die Kamera, ne? Und ich werde nie vergessen, ne? Erzähle ich immer wieder gerne. Okay. Oh, guckt euch diesen Kastenkopf an. Den schieße ich ihm erstmal rund. Bam, Junge. Ich weiß noch, was es für einen Ärger gab wegen diesem Feature, ne? Wegen diesem Gesichtsfeature, was man bei Perfect Dark, glaube ich, geplant hatte, dass man mit der Gameboy-Kamera dann sein Gesicht auf einen dieser Feinde drauflegen konnte. Aber ich glaube, das war geplant für Perfect Dark, aber wurde dann natürlich im Rahmen der ganzen Diskussion rund um Killerspiele, wurde das dann geändert. Und ist nie rausgekommen so, oh shit. Das ist übrigens auch geil, man hat so diese Waffen, ne? Und da hast du extra nochmal einmal den Kolben. Warum habe ich denn nicht den Kolben mit den anderen Waffen? Ja, jetzt ist natürlich, man kann nie James Bond auch nur thematisieren, ohne dass die große Wer ist der beste James Bond Diskussion anfängt. Ich hoffe, ihr führt sie stilvoll mit einem Martini in der Hand und gönnt jedem seine Meinung, aber das ist natürlich so eine Glaubensfrage, ne? Die einen sagen wirklich Roger Moore, dann hast du noch natürlich Sean Connery. Also Roger Moore ist auch super, aber früher hat man immer diskutiert, Roger Moore oder Sean Connery. Und dann kam ja Pierce Brosnan, wo eigentlich alle sagen, naja, der ist auf jeden Fall der Typ, der, also diese, auch mit den Filmen und so, der das schon ganz schön gut umgesetzt hat, diese Art, wie man sich James Bond vorstellt, ist ja nun mal eine etwas andere Zeit als die Roger Moore oder Sean Connery Zeit. So, warte mal, wie kriege ich denn die Tür jetzt auf? Muss ich mal gucken. Also jemand sagt es auch gerade, ja, irgendwie hat ja jeder Bond-Darsteller was. Deswegen nehme ich es auch niemandem übel, wenn es mir nicht gefallen hat oder so. Finde Craig, wie gesagt, nicht schlecht. Ah, okay, es ist L1. Ja, das ist wirklich so, keiner sagt Timothy Dalton. Ich glaube, der hat ein Problem gehabt, nicht nur, dass er halt, also ich habe die Filme auch selten gesehen mit ihm, aber ich glaube, die Filme selbst waren auch irgendwie komisch geschrieben. Ich hatte da immer das Gefühl, dass die irgendwie einen komischen Style haben. Ich meine, alleine, dass er allen Ernstes heiratet. Also da hat ja jemand einfach die Figur James Bond nicht so richtig verstanden, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Shit, sie kommen! Wie wechsle ich die Waffe? Dinge, die James Bond so wahrscheinlich nie sagen würde. Okay, gut. Kommt hoch. Nee? KI ist natürlich jetzt wirklich nicht besonders. Künstliche Idiotie ist es wohl eher. Ich weiß natürlich, man muss jetzt nicht immer zielen, aber... Und es hilft auch nicht immer, merke ich. Ah! Wo kommt der denn her? Es wird ja automatisch gezielt, ich sehe es ja und ich weiß es ja auch, aber irgendwie, man hat es ja so drin heutzutage, dieses Anvisieren und Kimme und Korn und so und das Anlegen. Und es ist hier auch ein bisschen komisch, weil immer wenn ich nach unten gucke, jetzt nicht mehr, doch, dann geht es wieder automatisch nach oben. Das heißt, man kann nie einfach mal so in einer Position, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich, es ist halt ein sehr altes Spiel, ne? Wir feiern das einfach nur, weil es mal indiziert war. Also ich meine, deswegen machen wir es jetzt. Jetzt habe ich den Alarm selbst angemacht, ne? Denn ich bin Cocky James Bond. Mir ist alles egal. Kommt doch her! Ich habe eine MG und 100... Ja, knapp 180 Schüsse. Das ist auch nicht sehr James Bond-like, ne? Einfach aufzuballern. Ach so, ja. So, und das, als ich das damals so gespielt habe, hier dieser Damm, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was für ein Hammer das war, wie weit man hier gucken konnte. Guckt euch das an, ich kann da ja komplett ranzoomen. Das ist ja Wahnsinn, da läuft ja sogar einer rum. Oh, das hab ich ganz vergessen, Digga. Alter, da kann man ja noch mehr ranzoomen. Ja, das bin ich jetzt wieder genauso beeindruckt wie damals. Ja, Pirouettenmann.
ist gestorben, wie er gelebt hat, sich drehend. Ja, also absolut faszinierend. Das war, glaube ich, der Moment, kein Witz, der Moment, als man hier diese Weiträumigkeit, diese Weitläufigkeit des Levels gesehen hat. Da habe ich angefangen, mir zu überlegen, ob ich mir nicht doch den Dr. 64 kaufe, den ich dann ja auch gekauft habe, weil ich mit dem das Spiel eben schon spielen konnte, wohingegen es noch nicht verfügbar war in anderer Form. Ach, das ist schon nice. Vielleicht muss ich jetzt hier auch die ganzen... Ich weiß gar nicht mehr, sind da nicht irgendwelche Buttons, die ich drücken muss noch oder so? Hier, ne? Irgendwas? Ja, genau. Nee, Alarm und dann geht's hier runter. Nö, da ist gar nichts. Nichts Spannendes. George McCrade! Catherine Fiston! No, Catherine Kisten! Wenn ihr irgendwo Fässer braucht, kommen Sie zu George McCrade! Catherine Fiston! Ah! Nein, 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 nein! Falsche Waffe! So. Es ist ein bisschen zu, der Analogstick ist mir ein bisschen zu genau eingestellt. Ihr kriegt das ja mit, so es wackelt so ein bisschen schnell manchmal. Ey, wenn das dein Job ist, ne? Wenn dein Auftrag ist, hier die ganze Zeit in diesem leeren Gang rumzustehen und du fragst dich, ey, warum stehen hier eigentlich 20 Leute? So viel brauchst du doch gar nicht. Mach doch eine Kamera hin. Mach eine Kamera und eine Selbstschussanlage. Ah, okay, ihr seht ihr, da könnte man jetzt... Oh, es ist schon... Das Auto-Aiming ist schon nice. Ja, jemand hat gesagt, dass man auf Secret Agent dann eben nochmal, oder 00 Agent noch andere Aufgaben hat. Stimmt, ich erinnere mich. Dasselbe Prinzip gab es nämlich auch bei Mission Impossible. Und da habe ich ja auch ein Lösungsbuch zu gemacht. Komm, das zeige ich euch kurz mal. Das kennt nämlich kaum jemand. Weil es noch kaum jemand gespielt hat. Ah. Da ist es. Komm, wir machen kurz mal hier, da ist es. Impossible Mission Squad. Also nicht dasselbe wie IMF, weshalb das hier als nachgebautes Logo legal ist und völlig in Ordnung. Da haben wir gelernt von dem Resident Evil 2 Desaster. Und dann hinten, guckt euch das an. Das ganze Buch war übrigens eine Idee von mir, kein Witz, da bin ich immer noch stolz drauf. Ich finde das immer noch eine geile Idee. Das ganze Buch, das ich jetzt nicht aufmache, weil es ist das Einzige, was ich noch habe und es ist eingeschweißt und das ist immer geiler, ist aufgemacht wie so ein Mac OS Desktop. Also man hat überall so kleine Fenster, die sich teilweise auch überlagern, wo dann die Mission ist und wo Tipps stehen. Und in diese Fenster wurde dann der Kram reingeschrieben. Und das Ding habe ich ja damals mit Trant zusammen gemacht. Also Trant hat hier und da geholfen und hat mir auch eine Map zum Beispiel in 3D gebaut. Und also wie gesagt, wir haben das zusammen gemacht. Ich will nicht so tun, als ob er nichts gemacht hat oder wenig. Wir haben das zusammen gemacht. Aber das war einfach... Das war eine schöne Zeit. Und dann ist das Spiel nur so mittelscheiße. Also, es ist nicht so gut gealtert, sag ich mal, wie andere Spiele. Also, ich würde es aber gerne mal wieder spielen, muss ich sagen. Ich würde sehr gerne Mission Impossible auch für N64 mal spielen, weil ich nicht mehr genau weiß... Also, ich weiß wenig über die einzelnen Missionen. Und das ist schon interessant, weil ich habe ja ein Lösungsbuch dazu gemacht. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie da einzelne Sachen funktionieren. Also da, und vor allen Dingen könnten wir mit Lösungsbuch spielen. Das wäre doch ganz geil. Aber hier ganz viele Leute sagen, das war richtig gut und hatten viel Spaß damit. Da will ich auch nicht meckern. Ich weiß, dass mir dieses Face-Swap-Feature sehr gefallen hat, wo man eben, das ist ja aus Mission Impossible sehr bekannt, wo man dann die Persönlichkeiten anderer Menschen und das Aussehen natürlich nur annehmen konnte. Und so konnte man sich natürlich hier und da immer irgendwo einschmuggeln. Das war auch ein cooles Feature, weil man eben so unauffällig auf einer Party dann herumlaufen musste. Okay, ich habe das Gefühl, hier müsste ich hin, aber muss ich gar nicht jetzt. Ja, ich muss nämlich eigentlich auf den Damm. Und von dem Damm dann runterspringen. So ist es ja im Film. Und so ist es auch im Spiel. Und generell ist das schon gar nicht so dumm. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist echt, meiner Ansicht nach, schön ist, dass man sich hier mal einen Film als Vorlage genommen hat. Und
das auch richtig gut umgesetzt hat. Also eben nicht versucht hat, was Eigenes zu bauen oder irgendwie, sag ich mal, das normale Konzept des Filmes in diese Levelstruktur mancher Spiele zu pressen mit Endbossen oder so. Und dann hast du dann einen Endboss, den es eigentlich gar nicht gab im Film oder so. Sowas habe ich häufiger gesehen. Sowas braucht man ja nicht. Es ist immer sehr schwer, eine Serie oder einen Film auch gut umzusetzen, finde ich, als Spiel. Und hier hatte man das. Das ist doch richtig, oder? Ja. Ich dachte schon gerade, bin ich jetzt gerade runtergefallen und gestorben? Hui! Und geil, alles nochmal. Hui! Und nochmal. Nee, doch nicht. Wenn man stirbt, sieht man es 3 oder 4 Mal. Ist mir aufgefallen. Habe ich gehört von anderen, die mal gestorben sind. So, den Bungee Jump. Nein! So. Aus Versehen. So, gain entry to laboratory area rendezvous with 006. Der Verräter. Destroy, Achtung, Spoiler. Destroy all tanks in bottling room und minimize scientists casualties. Naja. Hier wird jetzt natürlich noch, das gucken wir uns nicht an, ne? Die Beschreibung. Ja, wie ihr natürlich wisst, haben die Entwickler, und das schreibt auch gerade der Pac-Man, dass die Entwickler danach Timesplitters gemacht haben. So, wie kann ich mich nochmal, wie ist der Button zum in die Hocke gehen? Shit, das ist nicht gut. Ah, einfach nur nach vorne. Okay. Ja, es sind ja eben wirklich gute Leute gewesen hier, die es gemacht haben. Und das merkt man dann eben auch. Die sind dann auch weiterhin gut. Wie schlecht gerade so Linksschuss, Rechtsschuss. Ne, was, ich bin auf dem Klo. Tot. Ja, muss ein bisschen schneller reagieren. Was, wo? Waffe auf dem Klo, ich glaub's ja nicht. Ja, und für den zweiten Level, was wollt ihr da für eine Musik? Ja, wieder dasselbe, nur ein bisschen anders. Ihr wollt denselben Song immer und immer wieder spielen? Ja, wir haben dafür bezahlt, Bitch! Dieser große, riesige Helm und diese Flaschen hier auch und alles so. Okay, kann ich die zerschießen? Oh, guckt's euch an! Glas zerschießen. Da hole ich mir auf jeden Fall auch den Body Armor. Ich würde es gerne mal mit einem richtigen alten Controller probieren. Auf sehr schwer und so. Einfach nur mal zu gucken, wie schwer waren denn die Missionen. Aber ich glaube, das war richtig heftig. Ich habe das als sehr, sehr herausfordernd abgespeichert. So, könnte ich den denn jetzt auch irgendwie anders umhauen? Mit so einer Mine, ne? Nee. Was ist denn genau? Was ist denn das? Oh, geil. Karate Kack! Jetzt habe ich die Clearance B Keycard. Karate Kack! Karate! Karate! Okay, das hat nicht geklappt. Schleichi, 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 00, Schleichi, Schleichi, Schleich die ganze Nacht durch, Schleichi. Ne, hier waren wir schon, ne? Okay, hier vielleicht nochmal rein. Oh nein, falscher Button gedrückt. Das ist immer dasselbe, Mann. Ich will immer R2 drücken, ich will immer den Trigger natürlich drücken. Aber es ist ja eins, ich hab's ja selbst dahingelegt. Das war aber nicht smart von ihm, dahin zu gehen. 2 sterben, da würde ich doch einfach im Raum bleiben. Würde ich sagen, ey, zur Sicherheit bin ich im Raum geblieben. Down, 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 down.
Aber ich hätte gedacht, dass ich mir hier schon, muss ich das vielleicht schnell machen? Na, mal gucken. Ja. Das fand ich, glaube ich, damals übrigens beim N64 am allergeilsten. Diese Art von Auto-Aim, dass die Hand so einfach so cool irgendwie so ein bisschen, ne, ein bisschen zur Seite steuert einfach und dass man gar nichts machen muss, sondern schon an der Handbewegung sieht, oh, jetzt hat er anvisiert. Das war irgendwie cool, das hat mir immer sehr gefallen. Ja, wenn ihr jetzt fragt, warum war das auf der Blacklist, das war halt einfach aus dem üblichen Grund, dass man auf Menschen schießt und das sieht man ja hier auch. Jetzt kann man darüber streiten, ob das brutal ist, die ploppen ja sogar weg. Also man hat sich da heutzutage halt einfach schon... Oh, tut mir leid, lieber Wissenschaftler, aber du bist ja auch in der bösen Facility irgendwie, oder? Nee, so war's, war's so? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber der Wissenschaftler hat es vielleicht nicht wirklich verdient. Also, nach den Maßregeln, die damals galten, kann ich schon sehr gut verstehen, dass es indiziert... Ach komm, Digga, du läufst aber auch direkt in den Schuss rein. Da bleibst du einfach mal in deinem blöden Labor. Da werde ich schon nicht hingehen. Und natürlich auch, weil man Zivilisten Unbewaffnete erschießen kann, wie diese Wissenschaftler. Das war einfach nach den Gesetzmäßigkeiten damals halt nicht okay. Das hat sich ja zum Glück geändert. Ich habe echt mich auch immer gefragt, wie lange es wohl dauert, bis sich das alles ändert. Und dann plötzlich hat es sich so ganz weich geändert. Da wurde die BPJM draus. Und dann, Moment, zack, und zack. Und dann gab es, finde ich, etwas fairere Beobachtungen. Dann war es, also Bewertungen auch der Spiele. Und dann war es irgendwann fast schon zu weich. Ich habe schon teilweise gedacht, okay, das ist eigentlich ziemlich heftig, dass das Spiel jetzt irgendwie ab 12 oder 16 sein soll. Aber die, ja, die Begründung, wie heute Spiele bewertet werden, finde ich absolut nachvollziehbar und viel besser im Vergleich zu früher. Allerdings denke ich mir auch, dass man eigentlich sowas wie diese Glücksspielmechanik, die heute vielen Spielen innewohnt, oder diese ganze Microtransaction-Geschichte und so, da sollte man, finde ich, viel eher mal drauf gucken. Weil das natürlich, finde ich, die falschen... Das triggert einfach die falschen Eigenschaften im Menschen. Also hängt, glaube ich, davon ab natürlich, ob man da jetzt potenziell suchtgefährdet ist, sage ich mal, oder nicht. Aber das kann halt ganz schnell gehen. Dass man, er kennt ja selbst, ne, dass man irgendwie hunderte Euro plötzlich für irgendeinen Shit ausgibt. Nur damit man irgendein dummes Dreckspiel schneller spielen kann oder besser oder... Naja, ihr wisst schon, ne? Ich erfinde das Thema ja gerade nicht. Du kannst mich aber auch wirklich mal... Du kommst laissez-faire. Kommt der da mit seinem... Kommt der so mit einer Geschichte in der Hand mir entgegengerannt? Der hat nicht mal eine Waffe. Warum machst du das? Ja, jetzt muss ich eigentlich neu anfangen, ne? Failed. Ja, muss ich aborten. Abort! Abort! Mission abort! Okay, ja, Moment. Failed, ne? Ich muss die alle, ich muss das schaffen, ne? Okay, nee, dann brauche ich eigentlich gar nicht. Warum ist das dann nicht einfach beendet? Und warum kann ich es hier nicht beenden? Okay, ich versuche. Das ist nicht so einfach, hier, sich hier in diesem Menü zurechtzufinden. Gut, wir machen es nochmal. Drei von drei Zivilisten umgebracht. Ja, also, ich muss zugeben, es ist keine gute Quote, ne? So, jetzt wird aufgepasst und geschlichen. Den Typ auf dem Klo, den haben wir ja letztes Mal. Mal gucken, was man hier noch machen kann. Gar nichts. Okay. Dann muss es wohl das sein. Da hat ihn seine läppische Mütze tatsächlich beschützt. Nein. Das ist ja super lustig. Okay, komm, dann nimm wenigstens den nächsten. Das war so dumm gerade. Ich will jedes Mal die dumme Waffe wechseln. Also ich wechsle die Waffe jedes Mal, wenn ich schießen will.
Jetzt hat er aber auch geschossen, oder? Das hat man doch gehört. Dachte, da wäre einer. Ich weiß auch, dass man es irgendwann so gut konnte, also zumindest auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad, dass man schon genau wusste, wo alle standen und einfach nur so um die Ecke, peng, peng und weiter. So wie man es ja eigentlich auch haben will, ne? Man will ja eigentlich schon wie ein Geheimagent mit seinem Karate-Chop. Was? Karate-Chop? Hat der jetzt original das Luftgeräusch, das Windgeräusch von meinem Karate-Chop gemerkt? Und ist deswegen aufgewacht? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ganz schön wetterfühlig, der Herr. Wie die auch immer gucken. Die haben alle so das Max Payne-Gesicht. Machen wir ein ganz entspanntes Gesicht für unseren Charakter. Okay. Okay, die Zugangskarte liegt da noch. Das wollen wir nicht. Da ist sie. Ihr seid sowas von auf Zack, Leute. Ich hoffe doch sehr, dass der Wissenschaftler mir jetzt nicht wieder vor die Flinte läuft. Da muss ich jetzt halt lieber zur Sicherheit lieber mal was einstecken. Weniger austeilen, mehr einstecken. So, warte mal, kam ich hierher oder war da noch was? Da war noch was, ne? Ja. Das ist so komisch. Ich dachte, ich hätte es aktiviert. Vorhin schon auch. Muss man das irgendwie anders aktivieren? Mache ich da ein falsches Timing-Fehler oder so? So. Oder geht die jetzt auf? Ja. Ja. Was auch mega Bock macht, ist quasi, wenn er sich gerade vor Schmerzen krümmt, weil du ihm gerade den linken Hoden zerschmettert hast, dass du dann halt nochmal quasi einen extra Schuss, um ihn zu finishen, abgibst und irgendwie dieses Gefühl so der Dominanz, was man dadurch gewinnt, so ey, du bist einfach völlig unterlegen, Alter. Das hat mir irgendwie immer sehr gefallen. Also das macht irgendwie Bock in diesem Kontext, dass man so da so hingeht. Ja, er hier, ne? Den soll ich leben lassen. Hast du gesehen, was der für eine Narbe hat? Die hat er ganz sicher nicht von zu viel Donut-Essen bekommen. Und du siehst auch aus. Ja, du siehst ja genauso aus. Du hast dieselbe Narbe. Ich bin einer der Guten! Ich bin einer der Guten! Nicht schießen! Unfassbar. Und alle sehen sie gleich aus, ne? Okay, ich nehme mal an. Ja genau, geh mal raus. Denn ich will das ja hier zerstören. Das mache ich, nehme ich an. Hoffentlich geht das auch. Mit meinen Minchen. Okay, nice. Geil, war komplett falsch. Habe ich mir wirklich komplett sparen können. Ich kann überhaupt nichts dafür, wenn der getroffen wird. Wie dumm die sich wie so eine Fleischwand vor mir aufgestellt haben und sich gegenseitig in den Rücken geschossen haben. Verdammt, so ein Eckenpenner hier. Geheimagent! Wer den Geheimagent nicht kennt, hat den Geheimagent verpennt. Ey, was ist los? Warum? Wo kommt ihr denn alle her? So, soll ich vielleicht hier links rum oder rechts rum? Na, müssen wir mal gucken. Es tut mir leid, dass es so ein Gezuckel ist. Ich habe wirklich die... Irgendwie der Analogstick ist halt leider nicht so optimal, wie ich es gerne hätte.
Ich glaube, da kann man auch nicht. Ich bin, muss mal gucken, aber ich glaube, da kann man die. Ja, wie heißt das so? Die Dead Zone und die Analog. Die Analogigkeit. Kann man nicht so gut einstellen hier, glaube ich. Oh Mann, ich kann es immer noch kaum glauben. Ey, ich spiele GoldenEye. Mir geht es die ganze Zeit so. Hey, war doch der Wissenschaftler von eben. Der hat sich einfach nur umgezogen. Naja. Es ist wirklich für mich absolut surreal, dass ich hier sitze und GoldenEye spiele. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie weird das für mich ist. Ich habe die ganze Zeit, kriege ich so kleine Schocks. Alter, du spielst gerade N64 GoldenEye. Bist du irre? Aber nee, es ist okay jetzt. Lass es geschehen, es ist gut. Lass es einfach geschehen, Simon. Und er läuft einfach straight durchs Gemetzel. Was denn? Willst du mich mit deiner Karte? Ah, okay. Das ist wahrscheinlich der, den ich gesucht habe, ne? Den hätte ich vielleicht nicht töten sollen vorhin. So, Leute, raus mit euch. Wer von euch hat eine Narbe? Alter, siehst du schäbig aus rechts. Dir muss ich ohne Scheiß gar nichts geben. Na, du gehst eigentlich okay, ne? Du könntest auch mein Steuerberater sein. Hey, siehst du, da haben sie die Chance genutzt, wie die sich auch ein bisschen einnässen. Ich habe das Gefühl, da könnte auch unten so ein klein paar Tröpfelchen, könnte die Textur vertragen. Der hat echt ganz fiese Fresse. Guckt euch das mal an, ey. Was für ein Gesichtsunfall. Ich mag diese alten Polygonfressen so sehr. Also die N64-Spiele sind natürlich irgendwie, die sind irgendwie schlecht gealtert, aber wenn man ehrlich ist, sind sie irgendwie auch gut gealtert. Also dieser Grafikstil, der hat einfach was, das kriegt man heute nicht mehr hin. Das muss man heute faken. Okay, Achtung, jetzt machen wir mal absolute Sneakmon-Attacke. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Karte! Was? Scheiße! Warum? Dabei habe ich Karate gesagt. Ihr habt's gehört. Okay, hier muss ich gleich alles zerstören, denke ich mal. Ist hier noch irgendwas? Das sieht so ein bisschen aus wie diese Chemietische, die man früher in der Schule hatte, ne? Wo dann immer diese Anschlüsse waren, die man nie benutzt hat. So, jetzt geht ihr mal bitte an alle, an eure irgendwie, weißt du, an diese Dinger. Und was wurde da gemacht? Gefühlt wurde da nie irgendwas Richtiges gemacht. So, jetzt muss ich die ja, und das fand ich schon immer cool, weil es ja eben im Film auch so ist, jetzt muss ich die natürlich verminen. Und da ist mein geschätzter Kollege, der mich ja gleich verraten wird. Und man sieht schon, der hat ein richtiges Gesicht. Ja, ja, vor England. Er hat natürlich den Timer, stellen wir jetzt anders ein. Also wir können ihn hier gar nicht einstellen, aber in der Geschichte. Nein. Ja gut, zum Glück. Eigentlich muss sie doch jetzt werfen, ja. Na, werfen wir hier noch eins hin. Genauso habe ich früher gedacht, dass MGs funktionieren. Einfach halt von links nach rechts ziehen, während man läuft. Was soll denn daran so schwer sein? Du musst doch nur eine MG in die Hand nehmen und so machen. Und dann sind doch alle vor dir tot. So habe ich das, ganz früh habe ich das immer gedacht, dass MGs so funktionieren. Naja, was soll ich sagen? Rambo, ne? Rambo hat uns erzogen. Jetzt frage ich mich gerade, muss ich hier noch abhauen oder muss ich das jetzt in die Luft jagen? Ich weiß gerade nicht, ob hier nicht einfach unendlich viele kommen jetzt. Ist auf jeden Fall wie so ein ordentlicher Waffenladen hier. Ah! Nein, 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 ich bin unbewaffnet! Während man nachlädt. Stimmt ja irgendwie faktisch korrekt. Okay. Ich glaube, ich muss abhauen, oder? Ich muss das in die Luft jagen. Und dann irgendwie raus. Wo ist denn der Ausgang? Da oben vielleicht? Das geht doch sonst ewig so weiter. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Aber irgendwie auch lustig.
Aber das Ganze, die ganze Besatzung des Landes, die ganze Landbevölkerung, alles weg. Jeder einzelne Anwalt, jeder einzelne Lehrer und auch Schüler werden gezwungen, hier diese Treppe runterzulaufen. Der Präsident hat nun sämtliche Bewohner des Landes zum Kriegsdienst einberufen. Laufen Sie diese Treppe hinunter und besiegen Sie James Bond mit seiner unendlich nie enden wollenden Munition. Ach, und nehmen Sie Munition mit. Das ist ganz wichtig. Die müssen Sie einfach liegen lassen, die Munition, wenn Sie tot sind. Okay, ich mach mal... Oh Mann, ich weiß echt nicht, ob das okay ist, ne? Ich muss mal gerade kurz meine Uhr aufmachen und gucken, was meine Aufgabe ist. Ja klar, Mission Status incomplete. Hier. Destroy all tanks in Bottling Room, da bin ich ja gerade. Minimize Scientist Casualties habe ich auch gerade gemacht. Also, was sagt ihr? So richtig sagt ihr auch gerade nichts, was mir wirklich sprengen und durch die Doppeltür. Das hilft mir auf jeden Fall ein bisschen. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Oh, ich habe Angst. Hab ich geschafft? Ja! Nein! Was? Wo? Nein! Aber ich hab doch... Aber... Ich hab doch alles richtig gemacht! Da werde ich wahnsinnig, ne? Zu wenig Minen. Habe ich zu viel Spaß gehabt mit den Minen vorher? So eine Scheiße! Komm, einmal machen wir es noch. Einmal machen wir es noch. Komm, einmal noch mit Gefühl. Der Agent, der es immer wieder versuchte. Der Agent, der nie aufgab. So eine Scheiße. Du brauchst die 5 Minen, wenn du nicht exakt wirfst. Ach, na gut. Eigentlich durch das Förderband? Ist das auch so? Ich weiß gar nichts mehr. Okay, ich könnte ja jetzt theoretisch hier einfach mal abhauen, ohne diese ganzen Kämpfe. Okay, schnell mal das Ding holen. Okay, da war ich ja eben schon. Ja, sorry, mich gerade ein bisschen verlaufen. Ich bin echt immer noch ein bisschen wütend, dass das gerade so dumm wieder gelaufen ist. So, Karate-Modus an. Handkante geladen. Entladen und sichern. So, jetzt wieder die Hand in die Tasche. Eine gefährliche Waffe. Der Blick, ey. Kann ich Ihnen helfen, Sir? So. Jetzt geht die Tür auf. Jetzt gucken wir mal, ob sie jetzt wieder zu ist. Ich hab das Gefühl, geht sie gerade schon wieder zu? Hör ich sie gerade schon wieder zugehen? Nee. Also es spielt sich, ich habe wirklich befürchtet, dass ich hier mich so ein bisschen, also dass ich mich hier so ein bisschen aufrege, aber es spielt sich eigentlich relativ gut. Also ich habe das gar nicht so erwartet, was die Steuerung angeht, dass es dann doch irgendwie läuft. Ey, wie willst du denn den Typen, der hat doch offensichtlich extreme Suizidgedanken, wie der da vor dem, habt ihr den gerade gesehen, der Blick, ey. Dem hat es zu sehr gefallen, dass ich ihm in den Schritt geschossen habe. Das finde ich bedenklich. Okay, hier sind wahrscheinlich wieder nur die Wissenschaftler drin, ne? Das ist ja auch nicht das, was ich suche. Okay. Weil jemand fragt, ja, weil Moonwalker gerade fragt, ja, ich habe ganz viele von den James Bond Spielen früher bei Giga immer gespielt. Auf der PS2, ich glaube sogar auf der Xbox, auch der Gamecube. Also es gab ja, wann immer ein James Bond rauskam, gab es ja alle Spiele für alle Konsolen, also einmal.
quasi. Also gab es alle Arten von Spielen. Meistens waren das ja immer so kleine Genre-Mixe. Und das fand ich persönlich eigentlich immer ganz gut. Das war nie optimal. Aber es hat immer ein bisschen Spaß gemacht. Konntest ein bisschen rumballern, konntest ein bisschen Auto fahren, konntest ein bisschen rumfliegen. Es war halt nur in allem immer nur so 7 von 10 oder 6 von 10 Mittel halt. Ne? Ganz selten war mal wirklich was herausragend. Und GoldenEye ist natürlich aber auch eben nicht das übliche Bond-Spiel, wo man eben, wie gesagt, verschiedene, so ein bisschen auch die Vielfalt der Bond-Filme versucht hat zu zeigen. Ach ja. So, hier. Auf. Auf. Hey, du denkst, du hier bist in Dark Souls? Das war lustig. Da hat er versucht, sich wegzurollen, aber er hat zu wenig Gymnastik gemacht die letzten 10 Jahre. Er hätte vielleicht wirklich Yoga machen sollen, ein bisschen Gelenke trainieren, dann wäre das auch was geworden. Aber so rollte er in seinen Tod. Ja, eigentlich muss man hier auch wieder was noch machen. Also hier ist, glaube ich, so ein Special Agent Ziel. In dem Fall kann ich mir das sparen. Aber wenn wir schon mal hier sind, kann man auch alles entvölkern. Komm, mach mal. Mach mal jetzt. Das dauert heute wieder hier. Wie lange du hier brauchst, wenn du da einfach vom Labor und so mal aufs Klo musst, musst du an drei verschiedenen Türen vorbei. Da ist zu, ja, okay. Gucken wir einmal noch mal kurz hier rein, auf der linken Seite. Ich wette, man kann das auf dem Modus, in dem ich gerade spiele, kann man das in 2-3 Minuten durchspielen. Immer wieder eine Freude. Das ist auch creepy, ne? Du kommst in so einen Raum und alle. Alle gucken nur dumm. You know what's up. Jetzt gibt's den Doppelkaratenmon. So. Hä? Alter, was willst du? Was willst du denn jetzt? Was babbelst du mich denn jetzt hier an? Ich bin hier gerade kurz vor Karate-Action. Ah, okay. Dam, Karate Chop! Das ist immer so links mit so einem MG-Lauf ausgefahren. Ah, es lohnt sich nicht. Ich gucke mich erst um, wenn ich wirklich was höre. Okay, Achtung. Einen noch, einmal noch. So, jetzt kommt der Move. Achtung. Chop! 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 Okay, geil. Hat super geklappt. Aber ich finde es schön, dass er gemerkt hat, dass da jemand neben ihm umfällt. Das finde ich lustig, weil ich hätte mich überhaupt nicht gewundert, wenn er das jetzt überhaupt nicht mitgekriegt hätte. So, hier wird wieder was gemacht. Na gut, da kommt. So, jetzt müsst ihr mir echt mal helfen. Was mache ich denn jetzt hier, damit das auch wirklich funktioniert? Ich meine, wo muss ich lang? So, wir gucken mal. Ich mache jetzt erstmal hier. Zack. Und dann machen wir erstmal hier. Zack. Und dann machen wir in der Mitte nochmal. Zack. Und dann, okay, ich kann also einfach einmal jeden. Du siehst aber auch schäbig aus, Alter. So. Was machen wir? Die Tanks zerstören und fliehen. Aber wohin fliehen?
Übers Förderband. Das war doch nicht zu leicht. Ich habe dreimal neu anfangen müssen. Okay, ich drücke. Okay. Ja, sieht gut aus. Ich drücke. Aber eigentlich sollte ich nicht drücken, während er verletzt. Oder dann verletze ich ihn doch. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe jetzt Angst. Ah, okay, jetzt ist die Szene durch. Nein! Die haben mich da durchgeschossen! Ich werde warten! Der hat mich durch das Förderband geschossen! Er hat mich durch das Förderband geschossen! Ey, es ist, kann man noch dümmer failen als ich? Geht es überhaupt? Ist es möglich? I don't know! I doubt it! I double doubt it! Scheiße, ey! Okay, wir machen das jetzt nochmal. Ey, wir spielen hier auf Kindermodus. Was ist denn jetzt los? Nö. Das ist ja irre. Jetzt habe ich da auch noch geschossen. Habt ihr gesehen, dass er sein Beinchen hebt beim Pinkeln? Leute, gibt's. So, versuchen wir uns einfach mal möglichst schnell jetzt hier durchzubewegen, ohne die ganzen Extra-Räume jetzt abzusuchen. Wir wissen ja mittlerweile, was wir machen müssen. Auch für dich. Ich habe keine Zeit für Karate. Das sind die vom Klo, ne? Mein Gott, zum Glück könnt ihr wirklich nicht zielen. Der eine 1 aus, der andere hält 3 aus. Ist auch nicht klar, keine Gleichberechtigung unter den Soldaten hier. Mann, von allen Seiten, ne? Da noch einer? Ja, da ist tatsächlich noch einer. Oh oh. Yeah. Ah, ich bin super happy, dass ich das hier spielen kann, wirklich. Das ist für mich auch so ein kleiner Flashback, wie lange das schon her ist. Ich weiß ja, der Gregor zum Beispiel, der spielt... Ah, jetzt bin ich leider in der Ecke, wo ich nicht hin muss. Der Gregor spielt ja auch immer wieder mal diese ganzen alten Klassiker und so, immer wieder gerne auch für sich. Das mache ich irgendwie gar nicht so häufig. Also ganz selten, dass ich mal wirklich retro-getrieben mir ein altes Spiel raussuche. Aber es ist natürlich schön, weil ja irgendwie alle Erinnerungen, die man so ein bisschen damit verbindet, plötzlich nochmal so, die Gizmos werden nochmal alle abgefeuert. Ich glaube, einer der Gründe, warum das Spiel auch so vielen gefallen hat, ist, weil man eben, es auch so wunderbar, es hat so einen schönen Replay-Value. Also es ist natürlich immer identisch, aber es macht irgendwie Bock, sich da so durchzuballern. Auch beim dritten Mal macht es immer noch Bock. Man kann ja auch immer wieder ein bisschen was anderes probieren.
schon nicht verkehrt. Man merkt auch ein bisschen, ich werde jetzt sicher nicht wirklich besser, aber man sieht schon, dass ich souveräner werde, kann man glaube ich sagen. Dass ich eher weiß, wie hier die Steuerung funktioniert und was ich machen muss. So, und schon sind wir nämlich wieder in dieser dreckigen Halle. For England, James. Oh, ich habe eine Granate. So, jetzt machen wir es richtig. Und da warte ich jetzt noch kurz, oder? Wäre jetzt vielleicht eine ganz gute... Ich will halt nicht, dass ich ihn erschieße durch die... Also mit der Bombe sozusagen. Dass ich gesagt bekomme, du hast jetzt hier den 006 getötet zum Beispiel. Jetzt frage ich euch wirklich, ich kann doch jetzt nicht einfach... Ich muss ihn nicht labern lassen, ich kann sprengen und weg. Okay, gut, dann mache ich das. So, ich warte extra. Ist denn jetzt auch alles? Habe ich alles erwischt? Habe ich jetzt alles erwischt? Habe ich alles erwischt? Ja! Ja, der beste Agent 00, Mann, Alter! Finally! Da guckt's euch an, Accuracy 67,9. Wie schafft es dieser Agent, so brutal und dennoch so leise vorzugehen? 5 Körpertreffer! Nee, Kopftreffer meine ich. 50 Körpertreffer, ja. Ein Kopfschuss ergibt 10 Schüsse in die Brust. Ja, Mann, first try. Okay, geil. ja, dann machen wir doch noch ein Ründchen, ne? Machen wir noch ein Ründchen. Ich muss mir gleich mal mein Handy holen und gucken, ob potenziell jemand Bock hat, gleich mit mir zu üben. Wir werden ja, wie gesagt, heute noch ein bisschen Haus an Haus üben und vielleicht nachher noch ein bisschen No Man's Sky mit Nils. Müssen wir mal gucken. Find plane, ignition key und escape in plane. Die Missionen an sich und die Level sind auch so klein und übersichtlich. Das ist total niedlich. Das hat schon was von einem Handyspiel, sag ich mal. Wobei die mittlerweile auch besser aussehen. Also ein Handyspiel sieht schon deutlich besser aus als N64. Der Russe mit dem warmen Hut. Nee, geht das nicht? Okay. Ja, aber da soll ich jetzt auch nicht hoch, oder? Doch, ach, da geht's raus. Schon echt eine lange her. Aber immerhin ist jetzt hier mal ein bisschen andere Musik. Muss man ja auch mal loben. Warum nehme ich nur die Pistole? Naja, weil die halt Schalldämpfer hat, ne? Aber ich kann auch was anderes nehmen. Ihr habt recht. Nehme ich halt deren Waffen. Mit der Waffe des Feindes. Oh, das ist doch garantiert für mich ein wichtiger Schlüssel. Jetzt muss ich doch nur noch abhauen, oder? Mit dem Flugzeug. Ist das da auf der anderen Seite vielleicht? Oder ist das hier im Hangar? Ich nehme alles auf der anderen Seite. Oh, nee, der Panzer ist nicht. Das ist das falsche. Das ist der falsche Brosnan-Film. Oder war der Panzer auch in GoldenEye? Nein, oder? Das war doch einer der späteren. Ich weiß es nicht mehr. Aber der Panzer durch Moskau war schon ganz gut. Ihr habt da so geile Riesengeschütze. Warum machen die nichts? Oh, machen sie! Machen sie! Okay, die muss ich natürlich jetzt mal, denke ich, ausstellen, ne? Ja, das sollte man auch. Nee? Geht nicht auf.
Okay, schön die Uzi. Alter, kommen ja unendlich viele einfach, oder? Denke ich jetzt mal. Das hat halt nur noch sehr wenig von James Bond. Und ist wirklich eher John Rambo, aber ja, und du, ne? Denkst du, nur weil du eine andere Kutte anhast, bist du jetzt irgendwie geschützt? So, jetzt kommen ja wieder neue. Kommen ständig neue. Guckt's euch an. Einfach ein endloses Lager, in dem Soldaten als Kanonenfutter für mich herangezüchtet werden. Von der Wiege bis zur Bahre. Okay. Da ich jetzt in diese eine Tür nicht reinkomme, wäre jetzt mein Gedanke zu sagen, dann renne ich einfach zu dem Flugzeug, oder? Vielleicht kann ich es ja an dem Geschütz vorbei schaffen. Hier komme ich auf jeden Fall nicht rein. Komm, ich versuch's mal. Nee, das ist alles überhaupt nicht gut. Das ist nicht gut und wird auch nicht besser. Nee, nicht, aber ich habe doch die Ignition Key. Wahrscheinlich muss ich die Dinger vorher noch ausstellen, ne? Nee. Ja, schon komisch. Was sagt ihr denn? Weiß gerade nicht genau. Hey! Das ist aber unfair, ne? So. Komm ich da rein? Panzer? Ihr sagt Panzer? Boah, das war knapp. Okay, was sagt ihr? Ihr sollt den Panzer, echt? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob das geht, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich eher schossen. Dafür habe ich einfach zu viel rumgeeiert. Alter, ist der gut am Zielen. Guck dir das mal an. Okay, jetzt mal gucken, ob ich den Panzer wirklich nehmen kann. Das wäre cool. Ah, habt ihr gesehen, ne? Wie hinter mir. Die Einschüsse kamen näher. Zerballer die Gatling-Geschütze mit dem Panzer. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich den nehmen kann. Da ist schon super alles verloren. Ja, komm, lass ihn nochmal hinfallen. Okay, gut. Reicht dreimal? Dreimal reicht. Bam, 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 bam. Kaspersky. Niemand kennt dich, niemand mag dich. So, wir machen das mal ganz schnell jetzt. Sieht auch ein bisschen so aus, als wäre James Bond verdammt klein. Kann ich den nehmen? Das geht ja wirklich! Mann ey, das habe ich alles längst vergessen. Gar kein Scheiß. Nicht mehr, weiß ich alles nicht mehr. Und trotzdem ballert er noch mit dem Ding. Ups. Nee, nee, ich würde schon gerne da drin bleiben. Mag den schon ganz gern da so. So, wie baller ich denn jetzt mit dem Ding? R2? Nee. R1 ist die MG. Nee. Okay, schießen. Geil, okay. Immerhin habe ich jetzt verstanden, wie es geht. Ah, nee. Ich habe es noch nicht verstanden. Jetzt! Komm, Junge! Da kommt ein Panzer auf dich zu und du bleibst einfach stehen. Ist doch nicht realistisch. Okay, jetzt wieder raus.
Oh, nice. Wer ist hier noch? Wer will noch mal? Wer ballert hier? Ist das da? Oh, das sind auch noch mal welche. Scheiße, da muss ich auch noch mal rein. Was? Was ist denn jetzt los? Ach komm, Leute. Jetzt haben die mir das Flugzeug kaputt geschossen. Das wird nie klappen. Na komm, dann tötet mich bitte. Oh, kein Flugzeug, kein Bond. Ja, komm, gib mir mal alles. Oh, du siehst aber auch ganz schön fertig aus, Mann. Ach, das soll ein Schnurrbart sein, was du da hast. Ah ja, danke übrigens an Fliro, der gerade hier Abos verschenkt. Danke. Das ist super nice. Der hat auch schon echt einige verschenkt. Danke natürlich in dem Fall, dass du es den anderen Leuten ermöglichst, mich zu unterstützen. Und der Hype Train läuft auch. Der läuft eh schon die ganze Zeit, läuft der Hype Train. Vielen Dank. Jetzt kommt bitte, er schießt mich. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Habt ihr bei den Sturmtruppen gelernt? Ja? Ihr seid zu fünft. Und ich hab einen Anzug an. Aber weißt du, Hauptsache so ballern. So. Wir machen das nochmal, holen uns schnell den Schlüssel, danach den... Oh! Ich hatte den noch gar nicht, ne? Ich hatte den Schlüssel ja noch gar nicht. Insofern, ich hätte gar nicht abhauen können. Das war vielleicht auch der Fehler. Und dann ist vorne ja noch ein Geschütz, das werde ich wahrscheinlich auch noch mir holen müssen. Aber das war echt Pech jetzt auch gerade. Ach shit, ne, da lang. Ich hol mir die Waffe nochmal schnell, nur damit ich mal ein bisschen was hab. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie ich gerade von dem im Panzer stehen zum Panzer schießen gewechselt bin. Gucken wir einfach mal, wie das hier vielleicht geht. So. Wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt nämlich L und, also wenn ich jetzt hier die beiden Kameratasten sozusagen nutze, wenn ich dann aber schieße, dann schießt er ja trotzdem damit. So gehe ich rein und raus. Damit? Kann ich damit schießen? Auch nicht. Aha. Habe ich jetzt? Nee, auch nicht. Kann ich vielleicht hier auf den, ja, oder? Ja, so läuft's. Ich muss den wie Munition einfach wechseln. Was für eine Munitionsverschwendung, ich weiß, aber es ist auch nicht so einfach, plötzlich Panzer fahren. Da hat ja keiner von gesprochen irgendwie vorher. Also das kann ich mir im 0-0 Agent Modus schon sehr schwierig nur vorstellen. Okay, wenn ich jetzt aussteige, ich habe so ein bisschen Angst, dass sie wieder mein Flugzeug zerballern. Deswegen darf ich eigentlich auf die links gar nicht schießen. Na gut, machen wir hier, ne? Machen wir so. Und dann Einzelschuss. Ja, das könnte klappen. Mann! Okay, gucken wir mal, ob das reicht. Hey, nicht wieder auf mein... Du dumme Sau! Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mich echt nochmal woanders hinstellen. Warum geht denn das nicht? Ich hab doch den Schlüssel.
Ja, okay. Ha, komm, mach es. Zur Tür und Bestätigungstaste. Wo ist denn hier eine Tür? Wo ist denn hier eine Tür? Wo siehst du denn hier eine Tür, Digga? Wo siehst denn du eine Tür? Weiß nicht, vielleicht da auf rechts auf der Seite. Ich muss gleich nochmal gucken. Okay. Da ist keine Tür, ne? Vom Flugzeug, Flugzeugtür, okay. Na, ihr versteht ja, dass ich Angst habe, mich da jetzt in irgendeiner Form dem Flugzeug zu nähern, weil dann ja wieder geschossen wird. Geschossen! Vielleicht sollte ich einfach mit dem Panzer ballern, naja, egal. Komm, so, kommt mal näher. Nur noch Karate Chop. Oh Mann, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube wirklich, ich schaff's nicht. Vielleicht kann ich hier hinlaufen, einfach nur L1 drücken. Mama! Mama, was denn, Sohn? Ich kann das scheiß Spiel nicht! Soll ich es zurückgeben für dich? Ja, bitte. Gibst du es bitte für mich zurück? Ah, zum Kotzen. Oh, weil jemand sagt, kann ich die Cam links platzieren? Nee, das kann ich jetzt nicht, weil ich die beiden Fenster schon installiert habe hier. Aber warum? Ah. So, und nein, ich bin geeignet für einen Agenten, für den Agentenberuf. Das hier ist nicht repräsentativ für die wahre Schleichigkeit, die in mir lauert. Ich würde das natürlich alles viel geschickter machen. Ich würde mich als Flugzeugwarter, Wartungsdienst, würde ich mich ausgeben und sagen, ey, bevor ich das Flugzeug kaufe, möchte ich einen kurzen Testflug machen. Schon bin ich weg. So schnell kannst du gar nicht gucken, so bin ich weg. So. So. Echt dumm. Ey, brauch echt zwei Schüsse für jeden von den Dödeln hier. Ja. Jemand von euch hat gerade den absolut fantastischen Tipp gehabt, den Panzer einfach gleich als so eine Art Schutzschild vor das Flugzeug stellen. Das werde ich probieren. Das klingt wie eine valide Idee, die es verdient hat, ausprobiert zu werden. Na, haben wir, oder? Haben wir, glaube ich, schon. Ah, jetzt kann ich den natürlich erstmal nicht erlegen. Kann ich demnächst über die drüber fahren? Oh, das geht auch, okay. Ja, das hätte ich natürlich gerne schon viel früher gewusst. Aber das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Spiele wie diese indiziert wurden. Also, das hat auch so schon gereicht, aber das hat nicht geholfen. So. Schutz! James Bond, new cheat available. Geil gemacht. So, jetzt sind wir in Sibirien und das ist auch eine sehr schöne Mission, die habe ich sehr gerne gespielt. Die haben uns auch bei Game Talk, haben wir die uns vor kurzem in der Remaster Edition mal angeguckt. Echt schönes Ding.
Ich meine, das ist heute nicht mehr hübsch, ne? Guckt's euch an. Das ist unfassbar, dass man es überhaupt so sich getraut hat zu veröffentlichen. Aber es hat natürlich damals den Weichzeichner der N64 noch drüber gehabt. Und ich muss sagen, es ist dafür halt ein großes Areal. Irgendeine Form von Wand müssen sie ja machen. Ah, gut. Und die haben sie einem auch direkt die richtige Waffe gegeben. Die haben schon gewusst, was sie da machen mit diesen Arealen und dem Scharfschützengewehr und so. Das ist einfach geil, hier auf so diese Dinger zu gehen. Kannst ja mal probieren und dann von oben. Totaler Überblick und gleichzeitig eben kannst auch wunderbar die Gegner schon mal ausschalten. Guckt euch das an, da stehen die einfach so. Ne, Peter, was hast denn du gestern gemacht? Na ja, also ich hab gestern, was hab ich denn gestern gemacht? Ich weiß es gar nicht. Was? Ich dachte, diese Explosivfässer würden vielleicht jetzt... Nee, halt einfach gar nicht, ne? Interessant. Ne, Moment. Mann. Na endlich. Ah ja, ihr habt recht, die Fässer müssen rot sein. Dann explodieren sie auch. Ja, und man denkt immer, hier ist keiner mehr, aber hier sind noch einige. Wir spielen natürlich, wie gesagt, auch auf sehr leicht. Da ist es dann auch nicht so mega schwer und sind auch nicht so viele Gegner verteilt, glaube ich. Ich wollte ihn einmal so überraschen, ne? Ich wollte ihn so ein bisschen aus der Ecke erwischen, aber naja, das hat das Spiel halt einfach nicht dagelassen. Das kann ich nicht zerstören, das ist ja traurig. Ja, hier war schon mal nix. So. Schlüssel. Schlüssel fehlt. Okay, machen wir später. Kommen wir wahrscheinlich nochmal hin. Hier ist gar nichts, ne? Hier ist gar nichts oben. Kann man nur von oben einmal so runter gucken. Nee. Okay, haben wir hier vielleicht irgendwo noch einen? Wer steckt sein Köpflein? Über die Dünen. Über den Dünen wird der Kopfschuss so richtig schön sein. Na komm, na, vielleicht hier. Ob das was bringt? Nee, ne? Guck mal, er zittert sogar ein bisschen. Auch schön. Hier dieses Glockenspiel mit dem James-Bond-Thema. Nein. Na gut, er kommt immer in meine Richtung. Oh. springen will ich da. Hier, da. Nee, geht nicht. Okay. So. Hier vielleicht. Ey! Diese unnötige Rolle immer. Ah, schade. Da, ne? Komme ich jetzt nicht durch. So. Das ist ja geil. Moment. Ach, das habe ich noch gar nicht gewusst. Guck mal. Das ist ja echt abgefahren. Das habe ich so echt nicht mehr in Erinnerung, dass man mit einem Buttondrück auch so an der Wand entlang. Das ist ja eigentlich nochmal viel geiler, eigentlich, ne? Wenn man ehrlich ist. So früh schon, das gab es damals wirklich nur auf PC-Shootern, wenn überhaupt. Ich glaube, nicht mal da gab es so einen Button. Das ist ja heute gang und gäbe, ne, dass man aus der Ecke rausgucken kann.
Nee, keiner. Oh, da läuft jemand, ne? Ja, das sehe ich doch direkt. So, ein weiteres Mal. Adlermon. Ja. Naja, ein Schuss mehr muss erlaubt sein. Ein extra Schuss, der geht klar, finde ich. Ah, okay, falsche Seite. Ich frage mich gerade, ob man auf diese Art hier auch Multiplayer spielen könnte, ob man irgendwie eine alte GoldenEye-Runde nochmal an den Start bringen könnte. Gerade in Bezug auf Emulatoren und Mods glaube ich, dass da viel passiert ist schon und man theoretisch das schon machen könnte. Also wenn, dann gibt es das wahrscheinlich schon, nur eben noch nicht in Deutschland, beziehungsweise jetzt dann schon, weil man es ja auch vertreiben darf jetzt plötzlich. Wobei, man darf es ja eigentlich auch vertreiben. Ne? Ich glaube, also runterladen, Mods und so darf man natürlich alles schon. Zumindest was die BBJM betrifft. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt habe ich die eine Aufgabe erfüllt. Ist auch nicht mehr so viel hier übrig, ne? Kurz nochmal gucken auf der... auf dem Quest-Log. Wie es da im Moment aussieht. Enter Base via Ventilation Tower. Okay. Ventilation Tower. Ich glaube, hier kamen wir doch her, oder? Kommen wir nicht von hier? Na, da hinten vielleicht? Ah, hier kamen wir her, oder? Ja, nee, hier ist der Helikopter. Da müssen wir später hin. Glaube ich. Das sieht gut aus. Das ist die Ventilation Device. Ein riesiger Ventilator mitten im Eis. Oh nein! Unüberbrückbar! Vier große Schlösser versperren den Weg. Die halten ja richtig viel aus. Zwei Schüsse ist nicht gerade wenig. Ich frage mich immer, ob sowas wirklich geht. Ich glaube nicht, dass man mit einer Waffe so klar irgendein Schloss zerschießen kann. Ich glaube, klar, das kriegt ein Loch und irgendwo spratzen auch Metallstücke rum und man verletzt sich wahrscheinlich eher selbst. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man das damit aufschießen kann. Kannst es halt nur zerschießen. Der Blick eben. Ist hier vielleicht noch jemand? Natürlich nicht. Ich habe sie längst alle erledigt. Okay, wir machen noch mal eine kleine Mission. Machen wir noch mal jetzt, wo wir drin sind. Die ist nämlich auch ganz schön. Die kenne ich ganz gut. Hier, copy GoldenEye Key and leave original photograph main video screen. Okay. Infiltrieren. Das ist die Frage, ob wir in irgendeiner Form uns verstecken, also uns als jemand anders ausgeben können. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Der Chat sagt, das geht mit dem Schloss. Das finde ich interessant. Mir wäre das einfach zu unsicher. Ich hätte Angst, dass durch irgendein Freak-Accident irgendwas in diesem Schloss oder in der Mechanik oder auch das Stahl, den man da beschießt, explodiert in irgendeiner Form und dann so Schrapnelle in alle Richtungen verteilt werden. Also da hätte ich offen gesagt keinen Bock. Das ist eindeutig eine Geheimbasis. Das erkennt man schon an der ganzen Geheimnistuerei hier und dann auch diesen gelben Streifen. Das ist eine sehr organisierte Geheimbasis. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie können wir unsere Vasallen, unsere Minions von A nach B bringen, ohne dass sie allzu viel Ärger machen, weil die immer so dumm sind auch. Ich weiß, dass man in diesem Modus muss ich die nicht zerstören, aber es gibt einen Modus, wo man die, glaube ich, alle zerstören muss. Oder wo man keinen Alarm auslösen darf, was unglaublich schwer ist, weil überall diese Kameras sind. Nein! Da ist die Keycard, ne? Die ist wahrscheinlich jetzt hierfür. Ja. Also auf der einen Seite, ne, haben sie irgendwelche Führungslinien an den Wänden. Der sah ein bisschen aus wie Florentin Will.
Haben sie so Führungslinien an den Wänden, aber dann ist die Hälfte der Basis nicht mal fertig gebaut. Oder ist es so eine von diesen Hipster-Basen, wo sie so, nein, lass mal den Naturstein, das sieht voll gut aus, das ist ganz schön. Das zeigt so ein bisschen einfach unsere Verbundenheit auch mit der Erde und so, dass wir haben uns diese Basis vom Berg nur geliehen. Verstehst du? So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, auch super Bösewichte haben ein Ego und sind nicht gerade vor sowas gefeilt. So kleinen Ego-Fehlern. Ups. Ja, wir sind doch eigentlich, also Jeff Bezos, ne, ist doch quasi diesem Bond-Villain-Thema, dieses Bond-Bösewicht-Thema, eigentlich schon voraus. Also, wann immer diese Bond- Bösewichte, ich kann mich erinnern, hier ging es bei GoldenEye, wo ging es um Medien? Auf jeden Fall gab es einen, wo es um Massenmedien ging. Da denke ich mir heute, ey, das habt ihr doch alle schon. Also Jeff Bezos ist doch längst, das Einzige, was ihn von einem Bond-Bösewicht trennt, ist ein Vulkan. Und vielleicht hat er den längst. Wisst ihr, ob Jeff Bezos einen Vulkan hat? Ja oder nein? Keine Ahnung. Ich würde sagen, naja, die Chancen sind auf jeden Fall gegeben. Ne? Keine Ahnung. Und du, ne? Ja, ja, genau. Den kenne ich auch noch. Im Film hasse ich den. Weil er erst so auf sympathisch und weichei quasi gemacht wird. Und das ist ja ein hinterhältiger Betrügerschwein. Und er trägt auch diese. Trägt der Freundschaftsbänder? Oder was soll das denn? Bist du Wolle Petri? Nee, ernsthaft. Und das Hemd auch, ne? Ja, ja. Harry Potter, genau. Harry Potter, es ist wenigstens ein bisschen Bescheid, was Harry Potter für Jobs hatte, nachdem er aus Hogwarts dann rausgeworfen ist, wurde. Das wurde in den späteren Büchern dann. Ja, mach mal. Das ist Harry Potter all grown up. Tja, hat sich von den Muggels vereinnehmen lassen. Ja, komm, mach, Junge. Ja, er wird den Alarm auslösen, ne? Kann gut sein. Ups. Ja, kann ich auch mal Ups machen. Am Abzug. Ich darf das aber wahrscheinlich nicht, oder? Hm. Ja, da kommen sie. Er. Und das Schöne ist, er bleibt im Gang liegen als warnendes Mahnmal für alle, die nach ihm kommen. Oh, der leidet aber ganz schön. Dem habe ich ganz fies die Nebenniere rausgeschossen. Ah, der ist jetzt da. Oh, der ist immer noch am Quälen. Jetzt ist da auch noch die Tür, will die ganze Zeit sein. Ah, Gott, der arme Kopf. Der kannst du nicht mehr kommen. Ich muss den töten jetzt. Genau, ich bin unbesiegbar. Und dann kam diese Flüssigkeit, diese eiskalte. Ach, wie heißt das nochmal? Schon wieder vergessen, ne? Kühlflüssigkeit. Nee, auch nicht. Was geht denn hier ab? Braucht ihr aber lang. Hallo, ich bin hier. So, was mit dir jetzt? Ich renne ihm einfach mal hinterher. Ich weiß gar nicht, ob der nicht gerade versucht abzuhauen. Versuchst du abzuhauen? Der haut ab. Ich glaube, der haut ab. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Selbstschussanlage, die mich im Visier hat. Das ist echt, also das hier ist irgendwie echt geil, ne? Das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn nur die Steuerung nicht an sich so ein bisschen verkrampft wäre, die restliche. Also irgendwo hier ballert doch was auf uns. Na gut, gehe ich halt mal da lang. Das ist vielleicht der Helikopter, der kommen soll. Ach nö! Das ist immer dasselbe, ey.
Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht den GoldenEye-Schlüssel kopiert und ich habe auch nicht den Videoscreen mir angeguckt. Ja, das war blöd, ne? Das war blöd. Wir machen kurz mal ein kleines Päuschen, weil ich muss auf die Toilette. Und dann werden wir vielleicht diese Mission doch nochmal machen, weil irgendwie hat die mir Bock gemacht. Aber ich muss wirklich kurz mal aufs Klo. Währenddessen werde ich jetzt kurz mal eine Werbung einspielen. Die sehen aber auch diejenigen, die einen Sub haben, die ein Abo haben. Wurde mir gerade gesagt, habe ich gerade gelesen, die sehen das nicht jetzt. Aber die sehen leider auch nichts anderes, weil ich ja nichts mache. Ne? Aber tut mir leid. Aber gleich sind wir wieder hier mit mehr GoldenEye. Und dann gibt es noch Haus an Haus 2 Training. Und ich werde gleich nochmal auf dem Handy den Nils anrufen und fragen, wie weit er mit No Man's Sky ist. Ob wir da zusammen eine Expedition machen wollen. Ich hoffe es. Bis gleich. Wir sehen uns.
So. Achtung, der Kaffee ist heiß und will hier durch. Da seid ihr wieder. Ihr habt mich bei einem kleinen Kaffeekränzchen ertappt. Hallo. Ich habe aus Versehen meine Kamera angeschaltet. Ich bin gar nicht vorbereitet auf euch. Ich wollte privat nur für mich gerade eine kleine Runde GoldenEye spielen und habe damit schon viel Spaß gehabt. Herzlich willkommen, falls ihr jetzt erst reingekommen seid. Hier ist das Spiel, dieses Failed, das ist ein altes Save-Game von dem ich das Spiel bekommen habe. Da habe ich nicht viel mit zu tun. Sowas habe ich generell noch nie gesehen. Mission Failed, was heißt das überhaupt? So, es geht weiter mit dem Bunker. Da waren wir eben schon mal. Und es hat leider nicht ganz so geklappt. Weil ich einfach nichts von den Aufgaben erfüllt habe. Ist auch ganz gut. Ein Agent, der einfach irgendwie... Ach, shit, der blöde Key. Ich hab den Key vergessen. Ey, Q, es tut mir echt leid, Alter. Ich hab's einfach vergessen. Ja, jetzt kann ich's aber auch nicht mehr ändern. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Was gibt es dann? Kriegt man dann... Wird man dann einfach nur unehrenhaft entlassen? Oder kriegt man noch eine Chance? Oder was passiert denn, wenn man sowas mal vergisst? Das ist doch wirklich nur menschlich. MI6 menschelt doch auch. Oh, der hat eine Granate. Hat er die aktiviert? Geht die gleich... Adlerauge, sag ich nur. Die Granate kann mir nichts vormachen. Ich frage mich, was man hier normalerweise machen muss in diesem Raum. Der ist ja auch nicht umsonst da. Wahrscheinlich muss man hier auch eine Mine legen oder irgendwas. Fotografieren Sie den Stein. So. Ah, okay. Was ist das nochmal hier? Das sieht aber... Das sah jetzt anders aus. Das ist ja wirklich einfach nur ein Durchgang, okay? Da kam ich doch her. Ah, okay. Ist ein Rundgang. Dann brauche ich da nicht weiter. Wenn da, ich weiß, da waren wir schon, ne? Hier haben wir auch alles. Okay, runter. Ey, bevor man eine Rolle macht, schießt man doch erstmal. Nein. Oh nein, ein Feind. Das geht doch auch auf den Rücken. Wie willst du denn das trainieren? Jetzt kann man aber auch mal eine... Jetzt ist Sneaky ohnehin vorbei. Irgendwie hat er nicht geballert gerade. Ja, komm, mach es. Los. So, jetzt kann ich vielleicht einen kleinen Kaffee trinken. Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, zum Mainframe. Ja, mach es jetzt. Oh, Moment. Hier ist doch auch der Golden Eye Key, oder? Jetzt habe ich ihn. Irgendwie habe ich das Gefühl, er will mich nicht zu dem Mainframe bringen. Okay. Now you're talking. Oder eher, now you're walking. Suchst du jetzt einfach alle Räume ab? Das hätte ich auch machen können. Da warst du eben schon. Das ist mir auch schon passiert. Ich weiß, die Räume sehen sehr gleich aus. Das, jetzt ist aber ein drittes Mal, wird es aber unangenehm. So müssen sich die Leute fühlen, wenn sie mir zugucken. Sag mal, jetzt werde ich aber wütend. Jetzt hole ich aber gleich hier den Hammer raus. Was machst du denn hier? Ja. Ach komm, ich mach dir hier mal die Kamera weg. Vielleicht ist die Kamera das Problem. Unfassbar. Unfassbar, der hat ja jetzt so lange rausgezögert, bis ich gezwungen war, aktiv zu werden. Und das darf ich natürlich nicht killen, ne? Sag mal, der Typ, der hört einfach nicht auf mich. Der macht einfach nicht, was ich von ihm will. Der hat mich jetzt einfach in die Scheiße geritten hier.
Ja gut, das Töten hat aber jetzt auch verdient, um ehrlich zu sein. Was ist das jetzt? Kann ich hier schon wieder neu anfangen, ne? Ja, es war wirklich, war es wahrscheinlich wirklich. Komm, wir machen nochmal neu. Das war ja nix. Also, Copy Key, ich weiß nicht wo. Photograph Main Video Screen, ja, das hätte ich wirklich auch schon machen können. Hm. Entschuldigung, ich habe den Chat gerade gar nicht. Da habe ich den Chat. So, jetzt sehe ich euch. Nochmal. Das Kopiergerät habe ich im Inventar. Danke. Wie immer wisst ihr ein bisschen mehr. Der Chat weiß immer ein kleines bisschen mehr. Damit wir es ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, machen wir jetzt mal hier auf. Ha, darf ich dich mit jemandem bekannt machen? Harry Handkante. Scheiße! In dem Moment kommt einer. Oh. Da wollte ich einmal Handkanten. Ja, das war jetzt aber wirklich eure Schuld, ne? Da habe ich wirklich wenig mit zu tun. Heißt das jetzt, dass der Dude direkt weg ist? Nee, ne? Weil eigentlich soll er mir in den Mainframe den Weg freimachen. Warum schieße ich überhaupt noch mit dem Schallgeschützen, ne? Ist doch eh wurscht. Na, immerhin wird's jetzt spannender. Shit, er haut schon wieder ab, ne? Naja, vielleicht muss ich mit ihm jetzt auch gar nicht zum Mainframe. Vielleicht ist das auch eher was für später. Ich habe ja jetzt den Schlüssel. Ich habe das Kopiergerät. Habe ich wahrscheinlich hier bei mir, ne? Meintet ihr. Hm. Ah, habe ich das dann vielleicht hier im Inventar? Höchstwahrscheinlich sogar. Key Analyzer, okay. Offen gesagt, weiß ich nicht, wie das geht. Weapon Action. Ja, sieht nicht so aus, als könnte ich jetzt hier. Ja, sind alles die Sachen. Oh, nee, da will ich eigentlich nichts rumstellen, ne? Das will ich so lassen. Das war schon okay so. Ja, das ist weird. Ich habe das Gefühl, dass ich schon wieder nochmal neu anfangen muss, weil irgendwie diese Geschichte hier falsch getriggert wird. Na komm, jetzt mach mal. Nee, doch. Ihr könnt mir mal in den Chat schreiben. Wie man das kopiert mit den Items. Den Golden Eye Key. Ich dachte eigentlich. Na, mach doch! Du musst nach der Auswahl des Koffers eine Taste drücken. Hab ich natürlich gedacht, dass ich das schon gemacht hätte. So, also ich drücke. Ups. Ich drücke hier. Schießen sozusagen. Was habe ich noch? X? Nee, das bringt. Oh, doch hier, ja. Nee. Und dann? Also, ich habe den Key Analyzer, könnte ich halt auswählen. Ja, okay. Und habe ich ihn dann? Muss ich das dann einfach nur machen? Nee. Das war knapp. Mal gucken. Ich habe übrigens gerade mit Nils gesprochen, der ist noch auf dem Weg im Auto, aber der ist dann dabei. Also er meinte, wir spielen nach einer Runde No Man's Sky, die Expedition, was mich super freut. Ich mich da echt drauf freue. Okay, ich habe scheinbar noch volle Muni. Oh, du machst mich fertig. Bitte mach doch jetzt mal was. Komm. Wir machen erstmal deine Mission. Golden Eye Key steht auch unten, Menü um zu schießen, in die Action gehen, nach Auswahl des Koffers. Ja, werden wir gleich nochmal probieren. Kann ja eigentlich wirklich nicht so schwer sein, ne, in die Action. Also vielleicht habe ich auch den falschen Button irgendwie, den ich drücke. So, da kann ich nicht viel machen mit. Halt so, ich kann halt nur mit L und R umschalten. Hier kann ich bestätigen, ja, das hilft aber nicht viel. Digital links, rechts hilft auch nicht viel. Oben, unten ist klar. Und wenn ich
ja, die Bewegungsbuttons nehme, habe ich auch eben nur oben, unten, links, rechts. Also da ist quasi dasselbe wie vorher. Das ist irre. Naja. Wo ist er denn jetzt? Ist der erschossen worden? Ob man mich dafür belangen kann? Das sieht nicht gut aus, ne? Na, okay. Habe ich wohl auch wieder irgendwas falsch gemacht. Na, dann gucken wir doch nochmal. Ist alles, hier ist ja noch immerhin incomplete, klar, aber hier Copy Golden Eigen Key and Leave Original. Photograph Main Video Screen. Machen wir erstmal den Video Screen. Machen wir erstmal die einfachen Sachen. Die Kamera habe ich ja. Das kann dann ja gar nicht so schwer sein. Was auch toll sind diese Ricochet-Schüsse. Dieses Piau. Das ist immer gut. Weil man das auch sehr verbindet mit den typischen Bond-Filmen, wo dann immer die mega Schussgefechte am Ende sind. Und da ist auch immer ein Ricochet nach dem anderen vom Geräusch her. So, jetzt nehmen wir mal die Kamera. So, wollen wir nochmal gucken, wie geil die Kamera auch 007. Ja, das hat geklappt. Komisch, ne? Ich nehme schon den Golden Eye Key und drücke mal. Na, okay, das ist es nicht, ne? Das kann es nicht sein. Key Analyzer, das ist doch eigentlich das, was ich will. So. Jetzt kriegen wir es gleich hin. Okay, Key Analyzer. Jetzt habe ich ihn kopiert. Mitten im Gefecht. Hat keiner mitgekriegt. Der liegt hier einfach. Das ist der echte. Glaub mir doch bitte. Okay. Jetzt muss ich aber... Jetzt habe ich fotografiert und den Key kopiert. Das heißt, jetzt muss ich eigentlich nur noch hier raus, oder? Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. James Bond von hinten. Immer ein gutes Zeichen. Yeah! Yeah, yeah. Wir hören jetzt auf mit dem Spiel, aber ich möchte gerne noch mal kurz in die nächste Mission kurz noch reingucken. Ganz kurz noch mal reingucken. Was muss ich machen? Fotografieren und minimize, also niemanden erschießen und nur mit dem Foto-Apparillo schießen, sozusagen. Also vielleicht spiele ich jetzt auch noch weiter. Es ist nur, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es seht. Ich habe halt Bock, für Haus an Haus zu üben. Ich weiß aber auch gerade nicht. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob überhaupt jemand gerade online ist. Vielleicht ist der Krogi da oder irgendjemand, der bei Haus an Haus eben mitspielt, mit dem ich gleich ein bisschen üben kann. Nils ist ja in dem Fall kein Mitspieler und mit dem kann ich dann eben nur was anderes spielen. Aber wenn jetzt keiner online ist und keiner Zeit hat, ja, dann könnte ich natürlich auch... Och komm, aber dafür kann ich nun wirklich nichts. Naja, gut. Dann würde ich halt noch weiterspielen. So ist es nicht, ne? Ich werde gleich nochmal Krogi und Co. schreiben, dass sie sich melden sollen. Ich kann ja auch einzeln üben. Ich habe Tekken hier. Ich kann Landwirtschaftssimulator, muss ich tatsächlich auch üben. Denn es wird wohl auch irgendwie potenziell drankommen. Und da habe ich ja wirklich gar keine Ahnung von. Ich kann mich erinnern, das letztes Mal beim Landwirtschaftssimulator wurde um die Wette geerntet. Und das war mega spannend anzusehen, aber das sah irgendwie auch kompliziert aus. Also ich glaube, es wäre nicht schlecht, da zumindest mal so die Grundlagen der Landwirtschaft ausprobiert zu haben. Okay, die ist locked. Dann brauche ich wohl... von einem von euch eine Keycard. Ja, da. Hat er mir schön gegeben. Was Schiss bekommen hat. Ja, also die Waffe ist jetzt Quatsch, ne? Die bringt ja gar nichts mehr. Ah. Alter, ihr müsst euch aber nicht hintereinander anstellen.
So. Weil ich gerade lese, mach mal was mit Kalle. Ja, ist natürlich geplant. Also nicht so geplant, dass Kalle schon davon weiß. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mit Kalle was zu machen. Definitiv. Der ist nur auch total im Stress. Also der, also was heißt Stress, aber der ist halt auch viel beschäftigt. Ne? Ich habe ihn gerade gestern ja gesehen. Und da meint er auch schon so, es ist einfach so viel, weil alles natürlich auch für ihn auch ziemlich auf einmal reinprasselt und dann noch diese Drehs und dann dauerten die auch noch länger natürlich als geplant und ja, der ist auch einfach, wie gesagt, der ist auch voll beschäftigt hier und meistens haben die dann ja schon mehrere Termine für die Woche und alles ist schon irgendwie verplant. Matteo heute Abend zum Beispiel kann auch leider erstmal nicht. Ist jetzt auch nicht so, als ob das unbedingt heute Abend hätte passieren müssen, aber diese Liegestützen-Battle hat er mir auf jeden Fall geantwortet, dass wir das mal probieren werden. Aber wahrscheinlich halt eben erst dann, wenn er kann. Er ist heute Abend bei einem Squid Game Multiplayer-Spiel dabei. Finde ich auch geil. Diese Squid Game-Geschichte, ich muss das auch machen. Ich weiß gerade nicht genau, welches Grundgame das ist. Vielleicht kann das mir jemand mal sagen. Ist das welche Mod ist das? Ist es eine Half-Life-Mod oder ist das eine... ja, ich weiß nicht mal, wie es aussieht. Es könnte alles sein. Könnte auch Among Us Mod sein, sozusagen. Ey, wie soll ich denn da den Wissenschaftler nicht erschießen? Ah, ich brauche bestimmt wieder eine Keycard, ne? Okay, hier ist irgendwas kaputt gegangen. Na, vielleicht brauchen wir doch keine Karte. Okay, jetzt möchte ich einmal cool und taktisch spielen. Ah, habt ihr es gesehen? Da war wieder der Narbenwissenschaftler. Nein. Du, oh. Das ist teilweise so schwer. Aber es sieht cool aus. Ich möchte doch so gerne cool sein. Okay, jetzt habe ich diesen Koffer. Irgendeinen Briefcase. Den brauche ich wahrscheinlich auch später, ne? Also für einen der späteren Schwierigkeitsgrade. Kurz mal nachgucken. Aber warum? Photograph Satellite. Ich kann ihn doch immer noch fotografieren. Das Einzige, was ich noch nicht verkackt habe, sind die Wissenschaftler, weil da leben noch zu viele. Naja, so ist es dann halt. Komm, gucken wir einfach noch mal weiter. Okay, das bringt jetzt natürlich alles nichts mehr, ne? Ist ja schon längst durch, weil man ja leider beide Missionen erledigen muss. Aber so kann ich mir den Level ein bisschen angucken. Ah, und so komme ich auch zum Ende. Okay, also, wir fotografieren den Satellit. Oh, ihr habt gesagt, weil er im Arsch ist. Ja, das ist natürlich doof, ne? Das ist blöd. Ja, einmal noch. Ich weiß, ich sag die ganze Zeit, wir spielen nicht mehr und dann spiele ich doch noch. Aber es ist halt, es hat einen gewissen Reiz. Es macht wirklich auch extrem Bock, sich so durch diese Level zu pflügen, ohne Rücksicht auf Verluste. So, wer von euch hat diesen tollen Schlüssel für die Tür? Ah, da habe ich sie. Circuit Board. Sind das die Schlüssel? Nein, eigentlich eine Keycard, ne? Na, vielleicht habe ich sie ja doch. Nee. Ah, da. Liegen gelassen, ist ihm aus dem Arsch gefallen. Habe ich es denn jetzt wieder verkackt? Nee, Satellite. Aber ich weiß ja gar nicht genau, wie der aussieht. Muss ich gleich mal gucken. Das hier ist es wohl nicht. Das ist kein Satellit. Sagen wahrscheinlich nur die Russen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja wirklich ein Satellit. Ich mache mal ein Foto. Was weiß denn ich schon von russischen Satelliten? Okay, wenn, dann habe ich ja wahrscheinlich jetzt wieder hier meine Waffe dabei. Die 007 Cam.
Nur echt mit der... Warum? Das ist so von allen Sachen, ist das wirklich das Unnötigste. Okay, ich mache ein Foto. Ne, es ist nicht der Satellit, ihr sagt's auch. Dann suche ich nochmal woanders. Vielleicht weiter unten. Vielleicht da, wo ich... Ja, mal gucken. Weil hier sind die Raketen. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, dass wir schon weiter dran vorbei sind. Mann, das war gefährlich mit diesen ganzen Tonnen. So. Manche sagen doch, das war er da, wo du ihn letztes Mal zerstört hast. Ja, ich habe offen gesagt letztes Mal gar nicht mitgekriegt, dass der kaputt gegangen ist. Hier ist auf jeden Fall keiner. Naja, wir laufen mal durch. So groß ist die Basis nun wirklich nicht. Lass mich schnell durch, werd beschossen. Ja, also das sind ja alles dieselben Raketen. Das wäre ja irgendwie komisch, wenn da jeder wäre ein Satellit. Dann müsste ich ja nur einen von denen fotografieren, oder? Nehme ich mal. Gucken wir mal, wo wir gleich rauskommen. Das ist er. Wenn er das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Hoffentlich schießt jetzt nicht gleich jemand auf mich und zerstört dabei diesen schönen, schönen, schönen Satelliten. Oh, das hat nicht geklappt. Das war der doch. Okay, sieht gut aus. So, das ist er. Ganz sicher. Machen wir mal ein Foto. Echt? Das ist er nicht? Also wofür baut ihr denn so ein Ding dann dahin? Krass, das ist er halt echt nicht. Ich glaube, ich muss zurück. Ich glaube, ich habe den irgendwo anders. Ist der das? Komm, ich schieß nochmal von einer anderen Perspektive. Vielleicht funktioniert es dann. Was ich hier die ganze Zeit aufsammeln, ne? Irgendein Krimskrams, hier Agentengeschmons. Oh. Nee, weiter. Okay, dann. Na gut. Sieht auch nicht aus wie etwas, was ich unbedingt wissen muss. Also jemand hat gesagt gerade, dass es einfach in so einem großen Saal auf einem Monitor zu sehen ist, der Satellit. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass es irgendwo weiter vorne ist, also am Anfang. Wir probieren gleich mal. Ich meine, was tot ist, ist tot. Aber vielleicht kommt es ja auch noch. Das ist er. Das muss er jetzt aber wirklich sein. Hey, nicht auf den Satelliten, Mann! Kann ja wohl nicht sein, dass ich darauf aufpassen muss, dass du hier nicht die wichtige Sache von deinem Chef kaputt schießt. Okay, das ist er. So, Foto bereit machen. Jetzt wird fotografiert, wie noch nie ein Agent zuvor fotografiert hat. Du hast keine Chance, Satellit. I've got the high ground. So, Mission erledigt. Ah, so, jetzt kann ich, Moment. So, ich will das einmal cool machen. Zack.
Der verdammte Russe mit seinem Koffer. Dem gibt es jetzt einen von Koffer. Nee, hat nicht geklappt. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch entkommen, oder? Ich check nochmal zur Sicherheit, ob ich nicht vielleicht irgendein Minimize. Ja, das kann ich einfach nur, indem ich möglichst schnell da rausgehe. Dann wird das schon automatisch weniger, die Leichen. Soll ich hier runterhüpfen? Nee, auch nicht. Das ist auch falsch. Dann muss ich wohl doch Chekhov hinterher. Explodiert das gerade alles? Ja, ey, da bin ich voll gut nochmal abgehauen eben. Das war knapp. Na, der Typ ist ja super, was? Wer schießt denn da um mich rum? Das ist Ausgang. Ausgangsmodus aktiviert und wieder ein weiterer Level abgeschlossen von 00 Mon. Das O steht für ohne Probleme und ohne Casualties, ohne Leichen, die es nicht verdient hätten. Geiseln retten, oh, das kann doch nur schief gehen. Also einmal noch mal kurz, jetzt habe ich gestartet, naja gut. Nee, komm, wir üben jetzt für Haus an Haus, jetzt haben wir wirklich genug gemacht. Okay, Mann, das war echt nice, ich hoffe. Ich muss mal gerade gucken, das ist nämlich ein guter Punkt, wie speichert man denn da? Wie speichere ich denn jetzt hier? Safe State, ne? Einfach speichern. Ja, ich glaube so. Vielleicht noch irgendwie anders. Ne. Mach ich nochmal anders. Pam! Okay, ich glaube, jetzt bin ich bereit für Gemütlichkeit und für Haus an Haus. Ja, also das hat mir echt eine Freude gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Hey, hätte ich nicht gedacht. Dachte, ich spiele das mal kurz an, so als kleinen Gag. Und dann lachen wir alle darüber, wie scheiße ich spiele. Aber stattdessen spiele ich voll lange und wir lachen alle darüber, wie scheiße ich spiele. So. Chroma-Filter wieder aus. Meine Haare, ne? Ich hatte hier so ein, ich hatte hier gestern, weil ich einen reifen Wissenschaftler gespielt habe, hatte ich hier gestern so eine graue Strähne. Und dann bin ich gestern im Zug gefahren und dann setze ich mich da so hin und setze mich so in meinen Einzelsitz, was voll geil war, weil die sind ja fast nie frei, aber das war so der Einzelsitz für sich, wo du wirklich niemanden neben dir haben kannst, weil kein Platz ist, weil kein Sitzplatz ist, und setze mich so hin und sehe kurz vor mir jemanden sitzen, so eine kugelförmige Frau, die mich halt irgendwie ganz komisch anguckt. Wirklich so. Und dann gehst du so, ne? Also du setzt dich so hin, siehst so, sie guckt dich an, guckst du so runter. Und dann setzt du dich hin. Und bist quasi, das ist jetzt der, ne, die Rückenlehne, die ja vor mir war. Und dann bin ich manchmal so ganz hochgegangen. Und dann war sie so, hat sie so immer noch geguckt. Und dann habe ich die ganze Zeit gefragt, warum? Warum habe ich die ganze Zeit gefragt? Ich war schon richtig so, was will die denn von mir? Was habe ich denn getan? Ich sitze nur hier. Und dann erst kam mir irgendwann wirklich am nächsten, also als ich zu Hause war, also es war schon der nächste Tag tatsächlich, gucke ich in den Spiegel und denke, ach deshalb. Aus deren Perspektive hat sie halt einfach nur gesehen, wie ständig so eine Locke hochkam und sie wahrscheinlich gedacht hat, warum hat er so eine komische aufgesprühte, das sieht man ja auch, so eine aufgesprühte weiße Locke. Dieser Vollidiot. Naja, fand ich gut. Fand ich auf jeden Fall, weil man ist immer so, man lebt so in seiner eigenen Welt. Ne? Man hat nur seine Sicht. Ich sehe ja nur, wie jemand mich die ganze Zeit anguckt und werde schon so nervös deswegen und so latent aggressiv. So, was soll das denn? Und wirklich, bin ich der Idiot. Weil ich einfach mit dieser komischen Locke da rumlaufe und natürlich zu Recht Leute das Recht haben, sich das anzugucken und zu sagen, aber aus deren Sicht bin ich der Verrückte. Ne? Das ist das Lustige. Wir beide dachten, was will denn der andere? Warum ist denn er so, wie er ist? Naja, so ist das halt, ne? So. Ach, jetzt mache ich hier, ich habe gespeichert. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Safe Games weg sind. Aber ich mache mal zu. Das müsste klappen.